Die reguläre Saison aller europäischen Top 5 Ligen, also England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich, ist endgültig beendet, wodurch auch die Europapokalteilnehmer der kommenden Saison 23/24 feststehen. Wer dabei ist und wie sich die Mannschaften für den jeweiligen Pokal qualifiziert haben, erfahrt ihr in diesem Video. Wir beginnen mit der Champions League, in der die Meister jeder Top 5 Liga natürlich automatisch vertreten sind. An der Spitze dieser Ligen stehen der FC Bayern München in der Bundesliga, Manchester City in der Premier League, der FC Barcelona in der La Liga, Santander bzw. Primera División, der SSC Neapel in der Serie A und zu guter Letzt Paris Saint-Germain in der Ligue 1. Wir bleiben bei der Champions League, die in der kommenden Saison übrigens zum letzten Mal im klassischen Modus mit einem aus 32 Mannschaften bestehenden Teilnehmerfeld ausgetragen wird. 24 dieser 32 Mannschaften kommen aus den europäischen Top 10 Ligen und haben durch ihre Platzierung einen festen Startplatz. Die restlichen 8 Teilnehmer ergeben sich durch die Champions League Qualifikation bzw. den Sieg der Europa League. In dieser Saison heißt der Gewinner FC Sevilla und kommt aus Spanien. England, Deutschland, Italien und Spanien haben jeweils 4 Startplätze, Frankreich hat 2. Für England treten in der kommenden Saison neben dem Meister der FC Arsenal, Newcastle United und Manchester United an. Für Deutschland heißen die 3 weiteren Vereine Borussia Dortmund, RB Leipzig und 1. FC Union Berlin. Spanien wird zusätzlich von Real Madrid, Atletico Madrid und Real Sociedad vertreten. Die 3 italienischen Vereine neben dem Meister sind Lazio Rom, Inter Mailand und AC Mailand. Für Frankreich tritt neben PSG der RC Lens an. Auch in der Europa League nehmen 32 Mannschaften an der Gruppenphase teil. Die Top 5 Nationen haben jeweils 2 feste Startplätze. Davon gilt einer für den jeweils 5. bzw. im Fall von Frankreich 3. Platzierten und jeweils einer für den Pokalsieger. Hat sich der Pokalsieger bereits über die Liga für Europa oder Champions League qualifiziert, so entsteht ein weiterer Startplatz in der jeweiligen Liga. Außerdem nimmt der Sieger der UEFA Conference League an der Europa League teil. Im Finale stehen West Ham United und der AC Florenz. Für England treten Brighton & Hove Albion FC und der FC Liverpool an. Für Deutschland heißen die Mannschaften SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen. Die spanischen Teams sind FC Villarreal und Betis Sevilla. Italien wird durch Atalanta Bergamo und AS Rom und Frankreich durch FC Toulouse und Stade Rennes vertreten. Für die UEFA Conference League haben die Top 5 Ligen jeweils einen Startplatz. Dieser gilt jedoch nicht direkt für die Gruppenphase, denn jeder teilnehmende Verein muss sich in je nach Qualität der Liga 1 bis 3 Qualifikationsrunden durchsetzen. Die Mannschaften aus den Top 5 Ligen steigen erst in der 3. Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein, daher müssen sie nur eine Runde überstehen. Die teilnehmenden Mannschaften sind für England Aston Villa, für Deutschland Eintracht Frankfurt, für Spanien CA Osasuna, für Italien Juventus Turin und für Frankreich der LOSC Lille. Im folgenden Bild von der Seite Die Falsche 9 seht ihr noch einmal alles auf einen Blick. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche allen Fans und Spielern viel Glück und Erfolg für die kommende Saison.